Hallo und willkommen beim Urenkelkanal. Kann man ein Pedelec mit einem Solarfeld autark betreiben? Ich wollte es wissen, war 1500 Kilometer in der Sonne unterwegs, habe das Solarfeld jetzt seit ja, fast einem Jahr auf dem Balkon liegen und die einfache Antwort ist, ja, das geht. Wir sind ja aber beim Nachhaltigkeitskanal. Ist es nachhaltig? Nein, ist es nicht. Das mit Abstand ressourcenschonendste ist es ganz klar, euren Akku mit dem Ladegerät vom Hersteller ganz normal an der Haushaltssteckdose zu laden. Auch auf Reisen, die Autarkie habe ich nie wirklich gebraucht. Man findet überall freundliche Menschen, die einen im Restaurant laden lassen, weil letztendlich zieht so ein Akku 5 Cent Strom pro Stunde aus der Steckdose und man gibt dann doch gerne mal 50 Cent oder einen Euro mehr Trinkgeld. Das ist für den Restaurantbesitzer eine super Rendite. Für alle Techies, jetzt hier ein kleiner Exkurs, wie es geht und was an Kilometern bei der Nummer rauskommt. Aber nochmal, wir dürfen Autarkie nicht mit Nachhaltigkeit verwechseln. Los geht's! So, das ist das Standard-Ladegerät. Das ist die Ladebuchse. Und damit dieser Ladebuchse auch niemals was passiert, ist hier eine Elektronik da, die die Buchse schützt. Das heißt, es wird erst Strom auf den Akku gegeben. Das sieht man hier auch, wenn der erkannt hat, die Buchse steckt drin. Und dann startet der Ladevorgang. Es sind noch andere Schutzelektroniken hier drin, die den Akku schützen. Zum Beispiel ist ein Temperatursensor drin, der nur ab einer bestimmten Temperatur das Laden überhaupt zulässt. Und auch die Ströme werden kontrolliert, dass zum Beispiel hierüber kein Strom rausfließen kann. Jetzt habe ich hier meinen Anschluss vom Solarfeld. Schließe es mal gerade an. Ich hoffe, man kann sehen. 19 Volt. Draußen ist es bewölkt. So, und den kann ich natürlich hier nicht anschließen. Ich brauche dafür einen Laderegler. Schließe mal den Laderegler an. Ich verwende im Übrigen für fast alles Anderson Powerpoles. Die haben den Vorteil, dass man damit beliebige Steckkombinationen machen kann. Die sind verpolungssicher, halten bis zu 45 Ampere aus. Und wir können niemals irgendwo einen Kurzschluss verursachen, weil sie immer voll abgeschirmt sind. So, ich habe hier auch schon das Ladekabel für den Akku dran. Da muss eine bestimmte Leitung mit einer anderen Leitung zusammengelötet werden, damit der Akku das Ganze zum Laden akzeptiert. Wenn ich lade, mache ich es aber immer so, zuerst an den Akku anschließen, gerade wenn ich mir eigene Sachen gebaut habe, damit der erste Ladefunke nicht entsteht und dann erst Anschluss an den Laderegler. Man sieht auch hier schon, das Ding fängt sofort an zu laden. Draußen ist die Sonne da und mein Akku lädt. Aber man sieht sofort, sobald die Sonne weggeht, fällt es auf 2 Watt runter. Man sieht hier auch schon, also der Akku war jetzt 5 Tage am Solarfeld, was draußen in der Sonne liegt. Da kommt einfach nicht viel bei rum. Also man müsste den 100 Stunden bei 5 Watt, und jetzt haben wir hier gerade 0,3 Watt in der Sonne liegen lassen. Wir haben gerade Februar, da kommt einfach nicht viel warum. Ich blende euch mal gerade so eine Übersicht ein, wie viel in den einzelnen Monaten an Kilowattstunden da rauskommt aus so einem Solar, aus einem Solarfeld und wie weit man damit fahren könnte. Im Sommer, wenn ich länger irgendwo stehe, 2-3 Tage, habe ich mehr Energie, als ich im Akku brauchen kann. Und deshalb habe ich mir hier einen kleinen Spannungsabgriff gebaut. Also hier ist ein Anschluss, der geht nicht. Dieser Anschluss geht über den Laderegler im Akku und dieser Anschluss geht direkt an den Fahrakku. Da muss man allerdings genau wissen, was man tut, weil hier muss ich über die kleinen Rosenberger Pins gehen, darf also die 2 Ampere Leistung nicht überschreiten. Und ja, damit gehe ich dann an dieses kleine Kästchen. Da sind 2 Spannungswandler drin, einmal für USB, fürs Telefon zu laden und einmal um mein MacBook zu laden. Und da muss dann natürlich auch eine Unterspannungsabschaltung rein. Schließen wir das mal hier an. Zack. Das Telefon lädt.
Wie gesagt, bei dem Ganzen, da muss man eigentlich genau wissen, was man tut, dass man den Akku nicht in Unterspannung zieht, weil wenn man da einen kleinen Fehler macht, hat man eine gute Chance, den 800 Euro teuren Akku zu zerstören. Das war's von meiner Seite. Links zu den Bauteilen findet ihr unten in der Beschreibung. Ich selber werde das Geld, was ich hier reingesteckt habe, nie wieder rausbekommen. Also das Solarfeld und der Laderegler und die Aluplatte und der Rosenberger Stecker allein, das sind um die 400 Euro plus die Zeit, plus die Tests. Ich habe mir zwischendrin nochmal einen Laderegler zerschossen. Also wir reden hier von Amortisationszeiten von 30 Jahren. Und ja, es macht in keiner Weise Sinn. Es zeigt mir aber dann wiederum doch, wie noch viel sinnloser es ist, dass wir sowas mit tonnenschwerer Elektroautomobilität machen, wo in einem Elektroauto 100 bis 200 mal so viel Batterien drin sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.